Ich bin Angela und ich habe Demenz. Ich habe vor circa 2 oder 3 Jahren das erste Mal gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Und bin einige Schritte gegangen zu verschiedenen Ärzten, bis letztendlich die Diagnose stand. Tatsächlich ist es eine Demenz. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Und ich wusste damals nicht, dass es unendlich viele Ausprägungen davon gibt und dass das eben kein Urteil ist für immer und für alles. Und dass es viele, viele Momente gibt, wo ich das überhaupt nicht merke, dass ich Einschränkungen habe, ne, weil vieles auch kompensiert werden kann und gerade mit Assistenz kompensiert werden kann. Da kann ich ein ganz gutes Leben führen und eigentlich alles machen, was ich vorher auch gemacht habe. Ich glaube, dass derjenige, der Demenz erkrankt ist, der muss sprechen und muss halt damit umgehen können, dass er vielleicht auf Unverständnis stößt, eben weil man das nicht sieht. Wenn die Menschen, die keine Demenz haben, unterwegs sind in allen Bereichen, wenn die ein bisschen mehr darüber wüssten, ne? Wenn das nicht nur den Alten und Gebrechlichen zugeordnet würde, sondern wenn die wüssten, wir haben eine Krankheit, die ist unterwegs und es gibt viele Menschen, die die haben und auch junge Menschen, die eine Demenz haben. Und ja, die gibt es, die laufen hier rum und die brauchen Unterstützung. Dann müssen sie nicht zu Hause bleiben und sich verstecken. Ja, ich habe meine Schwester. Wenn ich die nicht hätte, was dann? Wir Menschen mit Demenz brauchen Assistenz.